Hallöchen, liebe Freunde, und damit wieder ein allerherzliches Willkommen zurück bei der Chaos-Gruppe, Team, was auch immer hier Defines. Und, ja, wieder mit am Start Cherry Lady und natürlich unser Shikamaru. Und gemeinsam, werden wir hier wieder viel Spaß haben, Action, Kugelhagel und fehlen. Ja. Richtig. So. Moin, moin. Moin. So, oh, wir haben einen großen Eichenfall, aber ich glaube, wir gehen. Den lassen wir erstmal außer Acht, oder? Ja, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich würde sagen, da oben die Episodenmission, die du gerade angesprochen hattest, ne? Okay. Mit Staffel 2, aber wir wollen ja eigentlich noch nicht so viel verraten, ne? Was? Ich mach mobil. Weil Staffel 2 kommt ja erst nächsten Monat raus, aber erst in den USA, leider. Schade. nicht bei uns. Wollen wir da oben hin porten uns, ja, ne? Ja, natürlich. Erde? Gut, dann markiere ich das erstmal. Und dann porten wir uns zur Republik Erde. Das ist im Prinzip ja da, wo alles begann. Genau. Ja. Aber Frage ist, ist das jetzt überhaupt so sinnvoll, Staffel 2 zu machen? Weil ich weiß ja nicht, wie gesagt. Ne? Du weißt ja, so, du weißt auch gar nicht, was das ist, Staffel 2. Das kann ja auch bloß einfach so heißen. Das hat ja nichts mit Staffel 2 zu tun. Hab eine böse Vorahnung. Ach, du mit deiner bösen Vorahnung, die hauen da sowieso immer nie hin. Ey, mein Urin habe ich noch nie getäuscht. Ja, dein Urin. Was? Guck mal hier, da hat sich einer hingepackt vor deiner Nase. Oh, hä? Cool. Ich beleb's immer wieder. Los, jetzt. Heute wird nicht gestorben. Na, heute wird nicht gestorben. Ich konnte Emily wiederbeleben. Warum, weshalb auch immer. Wie geht das denn? Keiner, weiß ich nicht. Ich konnte sie wiederbeleben. Was macht denn der Soldat da? Hey! Hey, hier lang! Folgt mir! So, gut. Ich werde jetzt mal meine Schilde mal hier ein bisschen reparieren. So, soll ich denn schon mal gehen oder? Ja, E. Oder mal. Nicht, dass wir gleich noch eine Sequenz kriegen? So, auf E. So, Staffel 2, Folge 1, aktenkundig. Der erste Mensch-Votaner-Hybrid befindet sich in einem kritischen Zustand. Um ihm zu helfen, musst du für Ehren seinen Patientenunterlagen besorgen. Gehe zum Accord Medical Center und schau nach, ob du sie dort finden kannst. Das gibt uns wieder 3500 XP, 500 Scripts und Geschichte schreiben. Auch das. Was? Yeeha. His name is William Paraba. I'm sending more information to your ego. I'm putting the coordinates on our map. Quackt er hier Englisch? Ja. Cool. William Paraba is also, an interesting case. Ja. Cool. The Volcanus Collective had no interest in producing human votan hybrids. But then, two people fell in love and got married. Dr. and Mr. Paraba, William's parents. Ah, William's Eltern? It was a very human impulse to decide to overcome their biological differences to produce a child. It wasn't easy since humans and Arathians are so different. After their success, though, we developed ways for other species to reproduce together. The ease with which Castathans interbred with humans led to quite a stir in the scientific community. We found no evidence to support a common ancestor. Since Castathans rely on androgenesis, it turned out that humans were valid hosts for their odd breed of paternal appomixes. The Castathan society, built on male domination and conquest, is even reflected in their genes. Okay. So, sieht jetzt fertig, weil ich habe das jetzt mal so gemacht, dass die Leute den Untertitel lesen konnten. Ja, bei mir war das aber so gewesen schon. Den Untertitel habe ich bei mir nämlich immer an. Ja, und ich habe das jetzt so gemacht, dass sie, ne, also, weil ja, ne, damit der Untertitel mit dem Untergrund nicht so verwichst. Vermischt, so wollte ich sagen. Wieso? Verwichst sich das immer mit deinem Untergrund? Naja, wenn du zum Beispiel. I've scanned the surrounding area. There are a few terminals we need to access. Ego, Deutsch, bitte. Those terminals date back to when Tranquility was a human voting cohabitation community. Was ist denn hier los? Haben sie das nicht deutsch synchronisiert? Das ist bestimmt die Staffel. Ja. Guck mal, aber in der Einstellung ist hier alles. Oh, verdammt, falsch gefahren.
Schatteneffekte, Freunde, bla bla bla. Nee, nee, das ist schon richtig. Das meinte ich, glaube ich, mit dem Urin. Ja, okay. So hätten wir doch erstmal die Hauptmission weitermachen sollen. Na gut, egal. Das ist doch eigentlich relativ jetzt wurscht. Ja, deswegen ja. Ob du das jetzt nun früher oder zwischendurch oder später machst. Aber man kann ja trotzdem hier mal reinschnuppern, was das Ganze ja hier ist. Richtig. So. Auf jeden Fall seid ihr hier. Guck mal, jetzt quaken sie wieder Deutsch. Auf Mutanten auf dem Weg. Echt? Ja, bei mir hat es jetzt wieder Deutsch gequackt. Okay. Ja, die dürfen eigentlich gar kein Problem mehr sein, die Mutanten, oder? Eigentlich nicht, aber du weißt ja, eigentlich ist eigentlich kein Wort. Richtig. Aber ist auch mal cool, diese englische Synchro zu hören. Ja. Ja, liebe Freunde, wenn ihr natürlich auch mal mit dabei seid, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Oh, das sind keine Gegner mehr. Einfach uns mal anschreiben, dann könnt ihr auch mal... Okay. I'm greatly concerned if dark matter is involved. I don't know what interest they might have in Tranquility or the Parappa family. Keep looking. Ach, das ist die Erin. Die Erin. Genau. Die ist ein Außenseiter. Du hast Spaß, ne? Ich hab Spaß, ja. Ja, das war mir schon klar. Ja. Auf jeden Fall sind die da keine... Oh. Ich muss jetzt mal hier den Eingang finden. Au! Schön, wenn die Gegner mal keine Schilde haben, ne? Du hast dich zu früh gefreut, wenn die keine Schilde. So? Ja, hier sind welche dabei, die Schilde haben. Ach so, okay. Alter, scheiße. Lass du dich schon wieder abknallen? Nein. Ich, Lass uns am Leben bleiben. Ich laufe. Feuerschutz! Ja, ja, Feuerschutz kann ich auch gebrauchen. War ich doch gerade hier. Ich schnall mich gleich an. Ja. Wir sollten den Sanitätern vom Dach aus Signale geben. Au, das bist du ja. Hupala. Den Sanitäter vom Dach aus. Hier ist aber noch was. Das hört sich nach einem Plan an. Oh, Egon hat einen Plan. Ja. Und Benny fällt drauf rein. Ja. I've got birth and medical records for Randall. William half brother. But nothing from William. Müssen wir, glaube ich, aufs Dach, ne? Ja. Wir müssen ja ein Signal absenden. Abseilen. Ja, dann steigen wir den mal aufs Dach. Ja, scheiß Wortwitz. Na, mein Gott. So. Schnauze, das ist nicht euer Planet. Was? Oh, was? Geht's noch? Wow! Euer Ernst jetzt? There may be more to William's illness than I first thought. Habe ich da gerade was gelesen von dunkler Materie? Ja. Das ist unten in Seattle. Okay. She had to test her for every conceivable disease. She said that her brother was obsessed with some kind of designer plague. Mal wenigstens alles lesen könnte, was da unten steht. Feuersignal. Zack. Ich hab mal ein Feuersignal abgefeuert. Au. Hier zur Basis der dunklen Materie. Gegner in Sicht. Rücke vor. Hä? Das Team der Republik Erde ist da. Wo haben Sie die Hubschrauber her? Moment, das sind ja Mutanten. Ja. Hilfe! Da waren schon nichts in der Eigentlich Broschüre. Sind wir ja hier fertig soweit, ne? Ich suche Deckung! Eigentlich sind wir ja fertig hier, ne? Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Scheiße! Wurde getroffen! Weil unser Auftrag... Aber ich glaube, wir haben die andere Mission noch mitgemacht. Ja, ich weiß. Aber unser Auftrag heißt ja jetzt, gehe zur Basis der dunklen Materie. Ich laufe jetzt mal ein bisschen außer Gefahrenzone mal raus.
Wenn wir auf der Karte schauen, wo das Ganze hier zu finden ist. Das ist, unten rechts ist dann. Also wir müssen auf die andere Map jetzt. Ach. Ja. Seattle? Ja. Wow. That's what she said. Aber wir haben doch hier, sag mal schnell, die Überführung, ne? Haben wir da unten in der Ecke. Hast du doch, haben wir doch auch. Da können wir von dort aus ja starten. Ja. Also ich beam mich jetzt mal dahin. Beam mich ab, Scotty. Ich lag noch mal kurz meine Munition nach. Ja. Beam mich ab, Joanna. Scotty! So, habe ich da unten einen Punkt? Nee. Ich habe gar keinen Punkt unten. Ja, dann folge einfach mir. Dann bist du automatisch dann da. Weil ich reise nämlich da zu dieser Stadt. Okay. Überführung. Richtig. Da habe ich doch damals hingereist, wo Sherry Lee, die da unten in der Ecke war. Bist du da schon geportet? Ja, ich bin schon längst da. Okay. Dann porte ich mal gehe zu Freunden. Ja, porte mal. Ich hoffe mal nur, die Mission dauert jetzt nicht so lange, weil zwecks Festplattenspeicher. Und so. Ja, das ist aber auch, weil du auch nichts machen tust. Du kleine, doch, du kleine faule Socke. So. Juhu, jetzt habe ich diese Entdeckungsüberführung auch. So, dann markieren wir mal. So mit Beinheben und so. Boah, ist er noch so weit weg. Scheiße. Ja. Aber aufs Auto. Warte. Wo bist du denn? Hinter dir. Hier beim Generator. Ach, da bist du. Warte. Und. Nanu. So. Ist drin, Gott. Jo, gib Gas. Yeah! Und er nimmt. Oh, shit. Ja.